Hi, if you resetted your Honor Magic smartphone, you might have lost the Google Play Store. Luckily, it's very easy to install it again. At first, you have to download the new Google Installer APK, grab your USB cable and copy it to the Honor Magic. Head over to the settings and activate unknown sources. Now you are able to install the Google Installer. As soon as you started the app, you can install all the necessary Google apps. If you go straight forward and install apps, you will notice that your Play Store is going to crash. Missing permissions are the reason for that. Just go to Permissions and enable Play Store to read and write your storage. Right after that, just hit the Google Play Store icon and type in your Google information. Your Google Play Store is now up and running. Have fun with the Honor Magic. Hi! Solltet ihr euer Huawei Honor Magic zurückgesetzt haben, könnte es sein, dass der Play Store vom Gerät verschwunden ist. Glücklicherweise ist es sehr einfach, diesen zu installieren. Zunächst ladet ihr New Google Installer APK herunter und kopiert diese auf das Honor Magic. In den Einstellungen unter Sicherheit aktiviert man unbekannte Quellen bzw. Unknown Sources. Damit es losgehen kann, installiert man den Google Installer und startet die App. Nun werden nach und nach alle grundlegenden Google Apps installiert. Damit der Play Store nicht beim App-Installieren crasht, erteilt man unter Berechtigung dem Play Store das Recht, auf den Speicher zuzugreifen, warum auch immer das nicht der Standard ist. Startet ihr den Google Play Store, muss das G-Konto eingerichtet werden. Und das war's! Der Play Store steht euch zur Verfügung. Viel Spaß mit dem Honor Magic!